Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Der nächste Heimspieltag, das nächste Derby für die HG Remscheid. Spätestens seit dem letzten Wochenende wird beim Wort Derby der Fan in der Halle Neuenkamp nervös. Hat man doch die Niederlage gegen den LTV Wuppertal vor Wochenfrist noch im Kopf. Und diese Niederlage sollte aus den Köpfen der Spieler von Trainer Lukas Steinhoff. Und so war man sich auch im Mannschaftsverbund einig, dass eine solche Leistung in einem Nachbarschaftsduell sich nicht wiederholen darf. Ja, und da war gleich auch von Beginn an Feuer im Spiel der HG Remscheid. Man merkte ihnen an, dass alles als ein Sieg eine Enttäuschung wäre. Und gleich zu Beginn brannte es lichterloh im Kreis der Solinger, die nur staunend jedes Tor der Remscheider mit ansehen mussten. Wie hier zum 6:0 nach nur 8 Minuten durch Philipp Bayer. Und diesen 6-Tore-Vorsprung nahm man auch mit durch die erste Hälfte. Wie hier beim 14:8 durch Kahn Taimas. Ganze 11 Tore steuerte diesem Spiel bei. Und weil es so schön war, folgte auch kurz darauf sein 15:8. Ja, die offensiv ausgerichtete Abwehr der Remscheider war nicht nach dem Geschmack der Gäste. Und so waren sie zwar nicht chancenlos, aber dennoch durch die ersten Minuten des Spiels und den Rückstand geradezu überfahren. Mit 15:10 ging die HGR in die Kabine. Elektro-Bornewasser. Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienzfachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Raus aus der Kabine und rein in die zweite Hälfte, wo die Gastgeber in den ersten Minuten erst einmal einen kleineren Gang eingelegt hatten. Und mit dieser Gangart luden sie den TSV auf der Höhe ein, das Ergebnis wie hier zum 16:13 durch den besten Torschützen Florian Felder zu verkürzen. Es war aber für die HGR dann wieder wie ein Weckruf. Wieder nicht in alte Muster zu verfallen, und so drehte man auch wieder mächtig auf, um in den nächsten 10 Minuten 10 Tore zu erzielen. Michael Heimansfeld nach 44 Spielminuten zum zwischenzeitlichen 26:14, und die Zuschauer atmeten nicht nur auf, sondern genossen den Spielrausch der Remscheider. Dass man sich da nochmal den Luxus gönnte, 2,7 Meter zu verwerfen, schmälerte den deutlichen Sieg der Remscheider nicht. Und so konnte man dieses Derby gegen die TSV auf der Höhe mit 33:20 für sich entscheiden. 2 Punkte mehr auf der Habenseite und wieder auf dem 2. Platz in der Oberliga. Erleichterung ja, aber keine überschwängliche Freude. Denn man wusste, dass dieses nur ein weiterer Baustein zu einer weiterhin soliden Saison ist. Nachdem der Liga-Primus aus Dienstlaken im Heimspiel gegen Wesel wackelte, aber nicht stolperte, beträgt der Rückstand auf die Spitze weiterhin 5 Punkte. Im nächsten Spiel, wieder in der Halle Neuenkamp, trifft man auf den 5. Unitas Hahn. Anwurf ist am 27. Januar um 19:15 Uhr.